Meine ganz besondere Liebe gilt den Tieren, weil sie in ungeheurer Vielfalt uns widerspiegeln in Träumen. Diese evolutionäre Entwicklung der Tiere zeigt unsere eigenen Möglichkeiten, uns emotional zu entwickeln. Es ist ein ganz kontinuierlicher Aufbau zu immer größerer Freiheit. Ich möchte jetzt aber mich nicht mit diesem Aufbau beschäftigen, sondern einfach ein paar Tiere herausgreifen, die besonders oft in Träumen vorkommen. Und ich denke, ich beginne mal mit dem Schaf. Das Wesen eines Schafes ist, dass es den Schutz in der Herde sucht, die Wärme beim nächsten Tier und den Schutz. Nur der Witter tritt aus der Herde heraus. Der Witter verteidigt sein Revier. Das ist wie ein Neuanfang. Aber wenn ich das Lämmchen oder das allgemeine Schaf sehe im Traum, dann ist es ein Bild dafür, dass ich mich noch innerhalb der Schutz der Herde bewege. Und das ist immer das Kollektiv. Und ich da wage ich noch nicht wirklich zu mir zu stehen. Mhm. Ein Falke ist auch so ein interessanter Vogel. Ein Falke ist ein wunderbares Symbol, ist eines der höchsten Symbole, die ich überhaupt kenne, vor allen Dingen aus der Ägyptologie, wo der Gott der Freiheit, der Falkengott ist, der Falkengott Horus. Der Falke kann aus allerhöchster Höhe scharf seine Beute auf der Erde erkennen und stößt mit einer ungeheuren Kraft und Schnelligkeit auf seine Beute zu. Also er hat ein sehr, aus höchster Höhe heißt, es ist ein Gleichnis für hohes Bewusstsein in uns. Weil im Traum immer die Höhe angibt, wie hoch unser Bewusstsein schon gestiegen ist. Wenn ich auf einen Berg steige, ist es der Weg ins Bewusstsein und der Falke betont das auf besondere Weise. Eine Gans fällt mir ein. Eine Gans. Eine Gans ist ein ganz merkwürdiges Tier. Eine Gans fliegt ja trotzdem sehr gut fliegen kann, nur von Futterplatz zu Futterplatz im Allgemeinen. Wenn es nicht von Süden nach Norden und von Norden nach Süden fliegt. Und dieses von Futterplatz zu Futterplatz fliegen ist ein ganz starkes Bild für unsere Entwicklung. Auch wir müssen für unsere Freiheit immer von Futterplatz zu Futterplatz fliegen, um unsere Freiheit immer wieder zu erneuern. Wir kriegen die nicht auf einmal geschenkt, sondern wir müssen überhaupt erstmal lernen, das Freiheitsbedürfnis in mir überhaupt in mir bewirken kann und wie ich mich verhalten muss, damit ich diese Freiheit auch wirklich fühle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Hasen träume, dann muss ich mir das Wesen eines Hasen klar machen. Der Hase ist ein Tier, das ungeheuer fruchtbar ist. Es hat ja zwei Gebärhöhlen. Und das ist die positive Seite vom Hasen. Aber wenn der Hase Angst bekommt, rennt er hakenschlagend davon. Und wenn wir im Traum einen hakenschlagenden Hasen sehen, dann wird uns gespiegelt, dass wir auf diesem Fluchtweg uns am Tag zuvor bewegt haben und einer Situation ausgewichen sind, der uns wir eigentlich hätten stellen müssen. Wenn ich von einem Huhn träume, oder von meinem Adler, ist natürlich ein Riesenunterschied. Ich erinnere einen Traum von einem Menschen, der auf einem Huhn geritten ist, wie auf einem Pferd. Und das war ganz mit Edelsteinen besetzt. Da überbewerte ich dieses Freiheitsgefühl, was ich in mir habe. Ein Huhn kann ja noch nicht mal fliegen. Es kann gerade flattern. Dieser Mensch hatte sich verboten, für sich selbst zu sorgen. Er hat immer für andere gesorgt. Und hat da sehr, sehr viel geleistet, sehr schöne Ideen gehabt. Aber er hat seine eigene Freiheit nicht gewonnen. Er ist kein Adler geworden. Und er wollte aber eigentlich gerne ein Adler sein, der so einsam für sich kreisen kann. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist es nötig, hin und wieder auch ein Lexikon zu befragen und zu gucken, was sagt mir denn dieses oder jenes Tier? Ja. Ich habe überhaupt nur vom Lexikon gelebt, weil ich natürlich lange nicht alle Tiere so in ihrem Wesen erfassen konnte. Die ganz hoch differenzierten Tiere, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen Löwe und Tiger, zuerst sieht man den gar nicht richtig. Aber dann, wenn im Lexikon steht, dann ist es ein Nachtjäger, es ist ein Einzelgänger, also ein Tier, eine emotionale Kraft, die durch die
Dunkelheit durch das Unbewusste auf Yacht geht. Und das ist eine sehr königliche Kraft, die sich dann auch im Menschen zeigt. Das muss ich aber wissen. Das ist nicht wie der Löwe. Der Löwe ist ein soziales Tier, das im Rudel lebt und am Tag in der offenen Savanne ohne jede Angst lebt. Er hat also eine ganz andere Eigenschaft wie der Tiger. Trotzdem beides Katzen sind. Wenn jetzt zum Beispiel der Löwe die Pfoten verletzt hat, dass die bluten, dann muss ich mich fragen, wo ich gestern meine Souveränität verletzt habe.